Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer kleinen Runde Gameplay. Wir spielen Rengar gegen Ornn und ich habe letztens im Stream, vorletztens im Stream, habe ich mich ein bisschen mit der Korean-Version von Bruiser Rengar etwas beschäftigt. Mein kleiner Zyperli ist hier ein bisschen verwirrt, ne? Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen mit der Korean-Version von Rengar beschäftigt. Das heißt, man geht Black Cleaver into Infinity Edge, into, man kann mal nachsehen, was man braucht. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt auch spielen werde. Also ich fand es sehr cool, das zu spielen. Es ist aber ein sehr teures Bild. Was natürlich immer mal kritisch sein kann. Ich muss ja Gold für den BF sammeln, ne? So, das habe ich eigentlich nicht so drin. Aber es ist, ja, ich kann halt nachgucken. Ich kann in eine DPS-lastige Richtung gehen. Ich kann in eine Bruiser-Richtung gehen. Ich kann immer noch eine Transition auf Crit machen. Dann gehen wir immer riesen, liest sein Vater. Ja, wir sind auch hier gegen Ornn dran. Ist immer ein bisschen kritisch, das Matchup. Denn wenn ich ihn anjumpe, kriege ich seine Wehen ins Gesicht. Und wenn ich seine Wehen ins Gesicht kriege, kriege ich den Ort-Attack. Und der Ort-Attack smackt einen richtig weg. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war von ihm, aber I take it. Ranked, by the way. Ich glaube, sein Team flammt ihn gerade. Es gibt keinen anderen Grund, warum er so stehen bleibt. Das kann ich mir gerade keinen vorstellen. Hä? Okay. Ist das irgend so ein neuer Dude? Ist er First Time Ornn? Sein Jungler könnte hier sein, davor habe ich gerade am meisten Angst. Deswegen bin ich auch gerade so in Anführungszeichen passiv. What? Okay, ich meine, hey, das ist mein BF, I take it. Ich meine, ich gehe in die Base. Also ich gehe jetzt nicht straight up BF, ne? Moment mal, dann gehe ich die andere Version vom Bild. Ich meine, das ist natürlich ein nicer Cashflow, den wir jetzt haben. Für den ich mich nicht mal anstrengen musste. Digga, Leute. Mein Pipi ist gerade voll verwirrt. Ich schwöre euch, mein Pipi ist gerade richtig verwirrt. Hä? Warum ist der immer noch hier? Der Ornn hat so Glück, dass der Lee jetzt hier war, sonst hätte ich den wieder umgebracht. Bei meinem Glück ist Lee immer noch hier.
Ist tot. What the fuck? Moment mal. Ey, wow, wow, ich bin doch jetzt nicht in der Norm reingegangen, oder? Is this ranked? Okay. Okay, ja Leute, willkommen im Ranked. Okay, okay, okay. Okay. Also ich gucke jetzt Dingens nochmal Kindle Gem eben mit rein. Und dann machen wir dann daraus jetzt so ein Transition-Bild quasi. Denn jetzt schon mal ziemlich cool. Ich habe ein bisschen CDR fertig. Ne, CDR ist ja generell immer wichtig auf Rengar. So, wir wollen halt an unsere 45 rankommen. Und ich kann jetzt das Ding für den Cleaver nutzen und das Ding hier für Essence Reaver. Jetzt je nachdem, mit wie viel Gold ich in die Base gehe, kann ich mich jetzt quasi entscheiden, was ich zuerst baue. Digga, er ist einfach... Nee, Leute, jetzt muss ich nachgucken. Warte mal. OP.GG Unlucky Player. Der ist doch kein Toplaner. Lol, er ist Cinch-Spieler? Okay. Digga, der proxiert meine Wave! Okay, hat geflasht. Digga, der proxiert ganz frech meine Wave! Ja, du schick Kacke, ich push es mal eben einmal ganz raus. So, jetzt bounce das wieder zu mir. Ey, yo, der Typ war letzte Season Dia 3 und ist Toplaner. Okay. 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 Okay, ich fühle mich turbo verarscht. Das ist... Okay. Okay. Ich wusste nicht, ob der Bock mich noch erwischen wird oder nicht. Okay. Also mal so fürs Protokoll. Ich habe den Leader zugebracht, übelst viel Zeit auf Toplane zu verschwenden. Ich habe den Ornn komplett auf die Ornn genommen. Ich habe sein Tipi gerade aufgehalten. Ich hatte ja selber keinen Teleport. Ich weiß es nicht, ob das ihn jetzt dort aufgehalten hätte. Ich fühle mich schlecht in dem Game. Also, ich... Nee, der spielt sogar... Okay, whatever.
What fucking ever. Ja, wir gehen auf Essence Reaver. Einige Menschen, die sich jetzt natürlich fragen, Sylphman, Digga, was für Essence Reaver, Mann? So, hä? Also, der Hauptsinn hinter dem Reaver ist es, auf die CDR zu kommen. Ja, wir wollen ja unbedingt 40% CDR haben. 40% CDR ist immer Gucci. So, da ist nochmal ein bisschen Crit mit dabei, falls wir eine Transition machen wollen. Also viele verbinden immer Essence Reaver mit, ja, aber du kriegst doch eh kein Mana und was weiß ich auch. Beziehungsweise ich habe auch kein Mana, was natürlich auch stimmt. Aber so, Trindamere-Spiele holen sich auch manchmal einen Essence Reaver, ne? Da geht es einfach nicht ums Mana, sondern da geht es eher... halt um andere Sachen. Da geht es ja um den Crit, um die AD und um die CDR. Halt alles mit Ausnahme vom Mana, darum geht es. Echt? Okay, ist finde ich schade, dass niemand hochgeht, aber ist fein. Kriegen wir das ganze Ding? Ja, das passt, das passt. Vayne macht ja auch schön ihre Kuh an der Wand. Wodurch ihre Animation und alles halt auch schneller geht, ne? Und dann plus meine Ortec-Resets. Swap. Okay, ich bin ehrlich gesagt kein Fan von diesem Swap. Der wird mich ziemlich hart von hinten durchnehmen. Ninja Tabs, oder? Sind das Tabs, die wir gehen? Ja, komm, wir machen einfach mal. Also, jetzt fehlen uns noch 10% CDR, die holen wir uns dann halt durch den Kleber rein. Das ist halt die schnellste Möglichkeit, um an 40% ranzukommen. Soll er jetzt einen random Crit irgendwo rein in die Ash, ne? Und das würde scheppern. Nein, Alter. Oh. Ah, scheiße. LOL. LOL. Die Ash wurde aber deleted von mir. Habe ich sie gekrittet? Ich glaube schon, oder? So. Dann nutzen wir unsere extra Bonus-CDR aus. Um diesen Tower hier mal eben einmal zu vergewohltätigen. Ah, ich muss hier weggehen. Ich muss hier weggehen. Genau, den Kleber holen wir uns jetzt einfach nur halt, um generell auch um Ohren ein bisschen besser snacken zu können. Aber auch wegen der 10% CDR. Ne? Kleber ist halt eigentlich immer ein gutes Item. Auch wenn man gegen Squishy spielt, ist es ein gutes Item. Aus dem ganz einfachen Grund, dass klar, es ist ein Tank-Killer-Item, sage ich mal, durch die Armor-Pen, die da drauf ist, aber es scaled an sich auch gut ins Game rein, weil jeder Champion auch Armor pro Level bekommt, ne? Oh. Der Crit war saftig. Ich wollte mir eigentlich meine Pharaoh aufbewahren für den Fall, dass sie Arrow macht, denn ich wusste nicht, ob ihr Arrow noch irgendwie ready war. Aber so ihr Half-Life removed zu haben mit einer Q, Leute, saftig.
würde den Orn gerne fragen, ob er drunk ist. Ganz ehrlich. Aber ich glaube, das wäre BM. Boy noch. 2-2 insgesamt. Oh, oh, ich glaube, wir sind alle Rippen. Haha, sieht mich aber vorhin noch mit. Okay, okay, okay. Bup, jetzt haben wir das ja auch fertig. Stimmt, wie ist Vayne gestorben? I didn't even notice. How did you die? Wurde sie gehuckt oder so? Asher? You went for Ornn? Oh, 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 okay, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. So, Leute, ihr seht halt auch, ne, mein Ulti-Cooldown ist halt non-existent mit 44 Sekunden Cooldown. Ey, oh, das wollte ich nicht! Oh mein Gott, das wollte ich nicht! Hat er keine Ulti? Nee, hat er. Achso, er hat Ulti auch noch gar nicht ready. Also, ich wollte nicht auf Ornn drauf springen. Okay, okay. Ich meine, das hätten wir besser spielen können. Es ist okay. Ja, aber ich meine, wir haben Drachen bekommen und wir haben Even getradet. Das. Oh, wir haben nicht mehr Even getradet. Oh oh, der wird zu einem Problem. Jetzt wird er zu einem Riesenproblem. Ich hasse das, ne? Wenn ich in der Ulti bin und dann klicke ich aus Versehen auf jemanden drauf. Und Leute, kennt ihr das, wenn ihr Rengar spielt? So, ihr seid in der Ulti und auf einmal ist deine Pink Ward genau da, wo ihr hinklickt. Oh, das ist auch immer kritisch. Kein Crit, Schnüff. Aber ich glaube, ich gehe auch in ein Transition-Bild mit Crit rein. Warte mal, lass mal den Tau hier lieber abholen. Ash wird dahin moven. Ich gehe jetzt mal einfach. Oh lol. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, dass die Crit ready ist. Ja, ihr scheiß Arrow. Geh ich Base? Ja, Leute, Kassadin lebt, ne? Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ey, yo!
Ab dem Moment, wo Kass hier unten ist, let's go, Alter. Ich habe ja selbst echt gute DPS. Dadurch, dass ich halt viel CDR habe, plus nochmal Crit. Okay, also ich könnte jetzt auch in eine Bruiser-Richtung gehen, ich entscheide mich aber mehr für Damage. So, dann können wir den hier auch wegwerfen. Werfen die Spitzhacke nochmal rein. Ich hole mir halt nämlich jetzt Infinity Edge. So, ich könnte mich jetzt auch für die Crit Cloak entscheiden, aber nicht vergessen, Leute, die wurde auch ein klein bisschen genervt. Ja, wir kriegen 5% weniger Crit. Und auch, ich habe halt diese extra AD Amplifier drin in meiner Bone Tooth. Ja, ich habe jetzt noch nicht alle unbedingt, aber ich sehe da mehr Value im Moment auf Dingens. Ich war kurz davor. Aber nachdenken, ob ich da jetzt nicht reinflashe. Halt reinflashen mit einer Bola, ne? Ey Leute, spiel's langsam. What? Okay, die flashen gerade alle weg. Ja, okay. Können wir? Ey, yo, go out! Okay, nice, ein weiterer Bone-to-Stack. Ich will jetzt gar nicht riskieren, Kassadin irgendwie noch mehr Kills zu geben. Okay, das ist sehr gut. Halt besonders bei Rengar nochmal extra sexy. Eben weil wir diese ganzen Amplifier in unserem Kit haben. Ich brauch nur noch Kassadin, der Raid-Boss. Gibt sogar 9% mehr AD on top drauf, Leute. Das ist echt viel. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich greife kurz nebenbei nochmal eben alles an. Einfach nur meine Fero aktiv zu halten. Oh. Oh, eine Fero-Kuh hatte ich noch. Schnüff. Meine Ulti ist jetzt auch gleich zu dem Moment wieder ready, wo die Ashe dann halt auch wieder lebt. Ich habe ein bisschen mehr Cooldown, 5 Sekunden oder so. Oh, Schnüff. Okay, Kassian beschäftigt sich auch nicht mit dem hier. Lol. Also, ich glaube nicht, dass das geplant war von ihr, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es sah spicy aus. La 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 la. Oh, verrecken die? Wie ist denn Vayne gestorben mit Ulti? Also, jetzt hat sich bestimmt hooken lassen oder so.
Wieso ist dieses Game auf unnötig so viel schwieriger, als es sein müsste? Nee, da gehe ich nicht ran. Okay, aller fucking Aftershock. Ich könnte... Actually, ich habe die Ressourcen dafür, mir das zu leisten. Muss ich hintipien? Ne, ich gehe hin. Ich werde mir noch mehr Infinity Edges holen, Leute. Ganz einfacher Grund. Ich habe halt den AD Amplifier. Ich könnte auch über den PD nachdenken. Aber, ich krieg halt mehr AD raus, wenn ich mal AD kaufe, wisst ihr? Deswegen sehe ich da mehr Value drin. Leute, die chasen den Lee einfach. Get Dragon and End. Man, das ist nicht so, dass wir keine Late-Game haben, ne? Wir haben halt auch noch die Vayne. So. Mein Ulti-Cooldown ist jetzt schon mal um einiges lower. Oh, ich bin RIP, oder? Yep. Yep. Das ist over. Kriegt sie noch? Nee. Oh, warte mal, Vayne. Vayne, go for play. Go for play. Hey, greif. Nicht so saftig. It was 15. Das kostet jetzt auch noch die Soul. Oh, scheiße. Digga, ich check das nicht, Mann. Ich check das nicht. Ich hätte auch gar nicht mit hingehen sollen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich brauche halt unbedingt meine Ulti. Vayne, maybe you should get QSS. So, die stackt halt auch so viel Attack Speed an, aber Auto-Attack gefühlt halt gar nicht, weil sie halt irgendwie schwer dazu kommt oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Da hat sie auch recht, ne? Wir sollten nicht ohne sie fighten, will ich hier nicht abstreiten. Ich glaube, ich hole mir noch eine AI. Also, ich farm jetzt Crux. Hoffentlich habe ich dann genug Gold für noch eine AI zusammen. Regroupen. Jetzt hat der Pimmelberger halt ein Hourglass. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Wenn ich ihn da anspringe. Okay, ich habe ihn mal rausgesaugt. Ziemlich hart sogar. Oh, nice. Nice, ah, nice. Okay. Oh, das hat sich gelohnt. Oh, das hat sich gelohnt, dass ich die da so beschäftigt habe. Good job, boys. Ey, yo, what? End? Hallo?
Achso, Amu, so. Ich werde jetzt denkt die Vayne so, oh, geil, hab ich gecarried, ne? Hab ich gecarried. Ich hab gerade so viel rausgeblown aus denen, aber ist okay. Ist fine. Oder können wir enden? Ne, wir haben keine Minions, oder? Scheiße, wir können nicht enden. Okay. Beim letzten Item habe ich jetzt zwei Optionen. Habe ich den Stack? Ich habe immer noch nicht den Stack bekommen. Nein, hol doch kein J, hol doch lieber QSS. Irgendjemand wird gleich runterkommen und die Wave holen. Der Lee. Die Ash. Ich hoffe, die haben ja keine Wards. Go top! Go top! Don't! Ja, zwei Bot. Okay, wir pushen hier weiter. Ich glaube, ich hätte komplett drauf committen sollen. Da hätte ich ihn sogar bekommen. Ich chill kurz, bis unser Team in Position ist. Okay, ich muss mich hier vor nichts einscheißen. Perfekt. Ups. Okay, wir haben die Soul jetzt auch nochmal zusammen. Ich werfe ab jetzt hier diese Cloak rein. Denn einen Safe-Crit zu haben, ist mehr wert als... wie viel AD gibt mir für 40, oder? Ja, 40 AD. Klar, es wird immer amplified durch drei Infernals plus meine Bone Tooth. Aber Leute, 95 Crit, das ist schmackhaft. Das ist richtig. Leute, er hat nicht mal Rüstung. Er hat sich nur Magierisi geholt. Ich greife halt nur die ganze Zeit nebenbei noch mal ein paar Sachen an. Einfach nur meine Fero wieder aktiv zu halten. Eigentlich hat er on Rage quittet. Lol. Lol. Alter, Leute. Ich weiß nicht, warum dieses Game so viel schwerer war, als hätte es sein müssen. But. We wanted it. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. GG, meine Freunde. GG. Ich bin weg. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.